stark gekämpft, aber wieder geschlagen. Der FC Bayern verpasste das Wunder im Estadio Santiago Bernabéu denkbar knapp, obwohl die Münchner wie im Hinspiel die bessere Mannschaft waren. Punkt, 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 Punkt. Das Team von Trainer Jupp Heynckes brannte gegen Real Madrid ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab, wirkte bissiger und erarbeitete sich etliche Chancen. Punkt, 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 Punkt. Aber ein fataler Fehler von Sven Ulreich machte alle Hoffnungen zunichte. Punkt, 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 Punkt. In einem wilden Spiel, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier agierten, feuerte Bayern über 90 Minuten insgesamt 21 Torschüsse ab. Punkt, 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 Punkt. Real zielte lediglich 9-mal aufs gegnerische Tor. Hinzu kommt, die Münchner hatten 57,3% Ballbesitz und eine Passquote von 87,1%, 536 467 Pässe. Punkt, 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 Punkt. Sie gewannen 49% ihrer Zweikämpfe und flankten insgesamt 22 Mal, Real 6. Punkt. Punkt, 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 Punkt. Mats Hummels erklärte im ZDF, wir hatten unheimlich viele Aktionen im 16er, wo es bei Real im Strafraum lichterloh gebrannt hat. Punkt, 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 Punkt. Anführungszeichen. Aber die Treffer von Joshua Kimmich 3. und James Rodriguez 63. reichten nicht, denn Karim Benzema 11. 46. sicherte Real mit seinen CL-Treffern 3 und 4 den Einzug ins Finale. Punkt, 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 Punkt. Dabei hatten die feurigen Bayern bis zum Schluss viele Möglichkeiten, den notwendigen dritten Treffer noch zu erzielen. Aber wie im Hinspiel fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Punkt, 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 Punkt. James Rodriguez FC Bayern München, Getty Images Thomas Müller 80. und Hummels 90. 2 vergaben in der Schlussphase den machbaren Siegtreffer. Punkt, 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 Punkt. Zuvor hatten Games 76. Frank Ribéry 60. und David Alaba 51. beste Chancen. Punkt, 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 Punkt. Thomas Müller meinte, wir müssen uns nicht schämen, aber es tut sehr weh, dass wir diese super Möglichkeit verpasst haben. Punkt, 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 Punkt. Es war so viel mehr drin. Dennoch geht ein großes Kompliment an den Trainer. Punkt, 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 Punkt. Punkt. Heynckes stellte seine Mannschaft überragend auf das Rückspiel ein, obwohl mit Arjen Robben und Jerome Boateng zwei wichtige Schlüsselspieler fehlten. Punkt. 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 Am Ende wurde es leider ein trauriger Abend für Heynckes, der sich mit seinem letzten Spiel als Trainer aus der Champions League verabschiedete. Punkt. 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 Punkt, 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 Punkt. Nach dem 2:2 gegen Real sagte der Bayern-Coach, natürlich sind wir sehr enttäuscht, denn ich denke, dass wir ein überragendes Spiel gemacht haben. Hummels fügte bei Sky an, es bringt uns nichts, wenn wir einen geilen Fight geliefert haben. Punkt, 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 Punkt.
wenn du am Ende den Titel holen willst, dann musst du die ganz großen Chancen eben nutzen. Heinkes kniff aber. Heinkes stellte sein Team nicht nur gut ein, er überraschte auch mit einer taktischen Maßnahme. Punkt, 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 Punkt. Er stellte Xavi Martinez nicht in die Startelf. Er entschied sich vielmehr für Corentin Tolisso, der auf der Doppel-6 neben Thiago mehr Druck nach vorne entfachen sollte. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Der Plan ging auf. Punkt, 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 Punkt. Über 90 Minuten rannte Bayern immer wieder Richtung Tor der Madrilenen an. Wie gesagt, mit vielen guten Angriffen. Punkt, 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 Punkt. Einer davon wurde kurz nach dem Anpfiff belohnt, als Kimmich zum 1:0 traf. Punkt, 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 Punkt. Daran war auch Tolisso beteiligt, der nach starker Flanke von Müller nicht richtig an den Ball gekommen war. Punkt, 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 Punkt. Die Kugel sprang zu Kimmich, der am schnellsten reagierte und eiskalt verwandelte. Punkt, 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 Punkt. Sergio Ramos und Rafael Varane, der hinter Tolisso stand, konnten den Treffer nicht mehr verhindern. Punkt, 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 Punkt. Bayern wirkte in der ersten Halbzeit dominant, hatte 53,1% Ballbesitz und schoss 11-mal aufs Tor. Punkt, 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 Punkt. Tolisso selbst hätte seinen Einsatz in der 45. Minute belohnen können, aber sein schöner Schlenzer aus 20 Metern ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Corentin Tolisso, FC Bayern München, Getty Images. Danach folgte ein Schock. Punkt, 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 Punkt. Kurz nach Wiederanpfiff leistete sich Tolisso einen schlimmen Blackout, als er in der 46. Minute unter Bedrängnis einen Rückpass auf Sven Ulreich spielte. Punkt, 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 Punkt. Damit leitete er das 2:1 für Real ein, weil Ulreich ebenfalls patzte und äußerst unglücklich über den Ball grätschte. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Karim Benzema netzte locker ein und verpasste Bayern einen Stich ins Herz. Tolissos Fehler weckte die Königlichen wieder auf. Punkt, 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 Punkt. Schade, denn für ihn hätte es ein toller Abend werden können. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Also haftet ihm der Fehler noch lange Zeit an. In der 73. Minute hätte Tolisso seinen Fauxpas mit dem Treffer zum 3:2 sogar wieder gut machen können. Punkt, 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 Punkt. Aber er erwischte den Ball im Strafraum nicht perfekt. Punkt. Punkt, 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 Punkt. Sein Schuss ging zwar gefährlich aufs Tor, aber Keylor Navas parierte. Letztendlich lieferte Tolisso eine gute Leistung ab. Der Taktikkniff von Heinkes funktionierte. Punkt, 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 Punkt. Wenn nur nicht dieser blöde Megabock gewesen wäre. Punkt, 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 Punkt,
Charakteri-Taktik Real Madrid war einmal mehr nicht Herr im eigenen Haus. Wie Bayern das weiße Ballett im Champions League-Rückspiel teilweise beherrschte, war schon sehenswert. Vor allem Alaba und Ribéry machten immer wieder Druck über die linke Seite, wo Bayern die Schwachstelle der Madrilenen ausgemacht hatte. Denn Lucas Vázquez ersetzte den verletzten Daniel Carvajal auf der Rechtsverteidigerposition. Dazu muss man wissen, dass Vázquez im Hinspiel über weite Strecken im offensiven Mittelfeld spielte und gegen Bayern im Rückspiel genau wie in der Schlussviertelstunde des Hinspiels nur ein Notnagel hinten rechts war. Unterstützt wurde er von Luka Modric, auch kein Verteidigungsspezialist. Aber Real Madrid hatte nicht nur auf dieser Seite Probleme. Bayern setzte immer wieder gefährliche Angriffe über beide Flügel und hebelte die Hintermannschaft von Real geschickt mit Vertikalpässen aus. Müller erklärte, Real hatte wie erwartet extrem viele Probleme in den Halbräumen. Das haben wir natürlich versucht auszunutzen. Überhaupt wirkte Real in der Abwehr wie ein Hühnerhaufen. Die Harakiri-Taktik von Trainer Zinedine Zidane mit seinem 4-4-2-System wäre ihm bald zum Verhängnis geworden. Kiel or Navas Real Madrid Getty Images. Zidane sagte nach dem Spiel, es war ein tolles Spiel von beiden Mannschaften. Bayern hat fantastisch gespielt, phänomenal. Sie haben es uns sehr schwer gemacht. Letztendlich konnte sich Madrid bei seinem Torhüter bedanken, der die Chancen der Bayern im letzten Moment entschärfte. Kiel or Navas rettete mehrmals in allerhöchster Not. Selbst Heinkes lobte den Kolumbianer, er hat überragend gehalten. Für mich war er der beste Spieler von Real Madrid. Hinzu kommt eine Prise Glück, dass Schiedsrichter Junaid Chakir kurz vor der Pause keinen Strafstoß für Bayern pfiff. Marcelo, 45,1, hatte nach einer Flanke von Kimmich den Ball im Strafraum an die linke Hand bekommen. Aber schwamm drüber aus Sicht von Real. Letztendlich zählt nur der Einzug ins Finale der Champions League. Das dürfte sich auch Zidane gedacht haben, der als Realcoach zum dritten Mal hintereinander ins Endspiel einzieht. Video: Gänsehaut pur, so empfangen die Realfans rund